Hallo Dominion-Freunde, willkommen mal wieder zu einem Versuch, meinen Rang aufzuwerten, nachdem das gestern nicht so ganz geklappt hat mit einem Sieg und einer Niederlage. Huch, klein wollte ich es jetzt nicht machen. Wollte das Königreich zeigen, wollen wir es heute nochmal neu angehen. So, könnt ihr ja lesen. Ich gehe lieber wieder in die Standardansicht, da kann ich das besser überblicken. Wir haben zum Entsorgen den einsamen Schrein und Austausch und Zug. Beim Nehmen kann man da entsorgen. Karten ziehen können wir mit Pilger oder Karawane. Haben wir aber ein Dorf? Naja, Golem. Verfluchte Werkzeuge ist vielleicht eine gute Sache, weil wir haben ja auch den Schrein. Damit könnten wir dann entsorgen und Kostbarkeiten nehmen. Kriegt Kostbarkeit und Fluch. Und wenn man dann nach und nach wieder entsorgen kann, ist ganz gut. Blockade auf Karawanen ist nice. Blinder Passagier dürfte sich auch relativ häufig aktivieren. Wir wollen auf jeden Fall mit einsamen Schreien anfangen. Und vielleicht sogar nach einer Weile ein Golem. Oh ja, wenn ich wüsste, dass Zuchtziege oben ist, würde ich auch mit Werkzeug anfangen. Aber ich hole lieber Blockade und hoffe, dass die nicht aufeinandertreffen. Map. Na gut. Dann den Schrein hier und nichts. Und könnte dann hier. Ja, gut, Werkzeug. Holt sich jetzt noch ein Werkzeug oder wie? Nee. Ah, weil ich den Schrein im Spiel habe, kann er sich das holen. Okay. Ja. Also, ich will nicht nur ein Anwesen entsorgen, um dann Flucht zu nehmen. Obwohl. Ja, vielleicht erstmal die Karawane. Blockade auf Werkzeug. Dann hätte ich Werkzeug in der nächsten Hand, könnte gleich wieder Karawane damit nehmen. Einsamer Schrein. Bin natürlich jetzt ein bisschen gehandicapt, dadurch, dass er die Ziege bekommen hat, die natürlich sehr stark ist, wenn man sie gleich am Anfang kriegt. Karawane und Karawane. Ich sehe erstmal keinen Grund, jetzt hier nicht Karawane zu nehmen. Ja, Werkzeug für Werkzeug, kriegt eine Zauberrolle, auch sehr stark. Und ich mit meiner Amphore stinkt da ein bisschen ab. Ja, zwei Anwesen entsorgen, dann ist das doch ganz okay. Sextant. Zauberrolle. Kann man ja auch in der Geldphase spielen. Okay. Alter. Und den Zug kann man dann gleich spielen für plus 7. What? Holt sich auch noch ein Anwesen. Ich bin entsetzt. Plus 3. Könnt ihr jetzt Trank holen, entsorgen. Und einen blinden Passagier. Austausch. Ich werde jetzt wenigstens die letzten beiden Karawanen kriegen.
blinden Passagier. Es ist sehr bitter. Oh Mann, der holt sich alle Schlachtfeldpunkte auch noch und müllt sein Deck zu und es schadet ihm nicht mal anscheinend. Extant. So, das könnte ich jetzt noch aktivieren, indem ich einen blinden Passagier kaufe. Einsam Schrein habe ich ja. Mal noch eins rückgängig machen. Amphora plus 3. Dann hole ich mir. Werkzeug. Und blinden Passagier. Ich verliere einfach alle Siegpunkte. Es wird unglaublich schwer, das aufzuholen. Okay, zwei Pilger. Und ein Herzogtum. Einsamer Schrein. Amphore plus 3, Werkzeug auf einen blinden Passagier. Nee. Auf ein Werkzeug kann ich zwei Flüche entsorgen. Bekomme Insignien. Blinden Passagier. Und Golem. Und Silber. Ja. Vier Karawanen im Spiel. Man muss halt nur noch die Anwesen die Flüche leer machen. Weiß auch nicht, ist halt unglaublich schwer. Ich habe die ganzen Flüche. Mein Deck macht nur Schrott. Kann ich eigentlich aufgeben. Warum habe ich jetzt keine Provinz gekauft? Ich weiß auch nicht. Hätte es eh nicht mehr geschafft, aber. Na, das kann ja noch was werden. Wie soll ich denn jemals mein Rating verbessern, wenn ich immer nur verliere? Mal gucken, ob ich noch ein Spiel schnell kriege. Okay, weiter geht's. Das sind die Karten. Naja. Wir wollen einfach stetig so gut spielen wie möglich und das Feldlager, klar. So, was können wir denn hier machen? Entsorgen kann man mit Handel. Bergbaustraße macht, naja, gibt uns immer den Kauf, aber sonst nicht viel. Wenn man Geld nimmt, darf man es gleich spielen. Das ist natürlich ein leichter Bonus. Fernstraße, wir müssen halt irgendwie das kombinieren, wa? Brauchen den Kauf. Aber erstmal denke ich, weiß nicht, was uns die Fernstraße am Anfang schon bringen sollte. Der Kauf ist dann schon nützlicher, um mal zwei Feldlager zu nehmen oder weiß ich. Oder jetzt halt die Fernstraße zu kaufen.
Schmiede. So, aber einen Fluch werde ich mir nicht holen dafür. Dafür gibt es, ist das Spiel zu explosiv. Vier, auch Schmiede oder eher sowas wie Kundschafter. Das könnte mir am Anfang schon weiterhelfen, um mal so einen richtig schlechten Zug wegswipen zu können, so nach dem Motto. Nimmt den Fluch für 7. Und wir können jetzt Gefolgsmann uns holen. Den hier zum Beispiel. Da ist hier bestimmt, wenn hier unten ist die Bergstraße. Vielleicht finden wir unseren Gefolgsmann schneller. Und der Handel. Kupfer und Anwesen zu 2 Silber. Was man gleich spielen kann. Ha, krass. Bergbaustraßen-Kombo. Rufe Kundschafter. Bergbaustraße, Gefolgsmann. Und 2 Feldlager. Noch eine Fernstraße. Spielen wir das? Ja, weiß nicht. Wahrscheinlich schon. Und holen uns noch eine Bergbaustraße. Wenn ich jetzt die beiden hole, dann kostet es. Ich hole mir mal. Könnte mir Gold holen, damit ich. Ja, genau. Damit ich das aktivieren kann. Die Feldlager aktivieren kann und dann 2 Schlachtrösser. Hier werde ich den Kundschafter ziehen, nutzen. Feldlager. Zweimal Gefolgsmann vielleicht. Oder noch eine Bergbaustraße für die Käufe. Zwei Gefolgsmänner auf einmal sind vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Bergbaustraße Wagenrennen könnten wir auch mal probieren. Fernstraße, Feldlager.
kauft sich ein Feldlager für 8. Okay, sehr interessant. Und Provinz. Mal gucken, wo ist das Gold? Da, gerade noch so gefunden. Das ist jetzt mal ein guter Zug. Auch beide Diebesgüter gekauft. Nicht so nett. Und ich kann nur eins kaufen, ha? Obwohl ein Feldlager spielen lohnt sich wahrscheinlich schon. Ich wollte sie jetzt nicht alle wegschmeißen. Zwei habe ich noch. Brauche ich aber nicht alle. Und zwei Käufe, Fernstraße, Schlachtross. Provinzfeldlager. Kundschafter? Nein. Vielleicht hätte ich es machen sollen. Okay. Provinzfeldlager. Uff, 15. Alle Gefolgsleute. Zwei Provinzen. Das ist ein bisschen, ich weiß auch nicht. Schlecht. Mein Deck. 9.30 und ich kann genau ausgleichen. Wahrscheinlichkeit, dass er gewinnt mit den ganzen Handeln, die er gemacht hat. Sehr hoch, deswegen werde ich es einfach machen und nur ein Unentschieden rausholen. Schade. Und nochmal gegen den gleichen Gegner. Elster haben wir. Entweiter schreien. Kurz Karten zeigen. Markgraf auch als Angriff, letzter Anfang ist eigentlich immer eine sichere Sache. Man muss es nicht machen, aber es ist ganz gut. Hier ist eigentlich die ideale Situation. Wir kaufen Silber, entsorgen zwei Anwesen. Oh Gott, Trank. Würde ich hier, glaube ich, nicht machen. Das war auch perfekt. Ich krieg noch eine extra Elster und kann einen Markgraf kaufen. Ja, seine einsamer Schrein verpasst das Mischen.
Silber. Zack. Zustellung heißt, wir nehmen es gleich auf die Hand. Können wir machen mit Bazaar. So, in so einer Situation spiele ich Elster zuerst. Falls es ein Kupfer trifft, ziehe ich dann vielleicht mit dem Bazaar einen Markgraf stattdessen. Zustellung auf Alchemisten. Wie hat er das denn gemacht? Habe ich ihn nicht angegriffen? Ah, die Elstern haben beide was gefunden. So. Hat leider nicht geklappt, aber Zustellung Bazaar. Hier ist nämlich der Markgraf in der Hand. Ups, Garten gibt 4 Punkte, wenn ich dreimal die gleiche Aktionskarte habe. Wir wollen 2 Karten entsorgen, also ein Kupfer aufheben. Könnte jetzt Silber und Mühle mit einer Zustellung holen. Das sind dann 9, genau. Okay. Mühle. Wenn wir jetzt hier die beiden ablegen, dann kriegen wir auf jeden Fall noch eine Elster. Und können sogar beides spielen, glücklicherweise. So, Markgraf und Gold kostet 11. Noch eine Zustellung dazu. Jetzt hat er auch einen Markgraf. Zwei Kupfer ablegen, die ziehen wir dann vielleicht. Nee. War auch nicht nötig. So, okay, hat aufgegeben. Okay. Tja, also es war jetzt nichts Weltbewegendes, was unser Ranking-Verbesserungen angeht. Ich meine, wir waren sogar wieder mal schlechter geworden. Also, naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht zuzuschauen und gebt gerne ein Gefällt mir, wenn ihr weiter solche Videos sehen wollt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.